Ja, und damit herzlich willkommen zu Digimon Story Sada Sloth, keine Ahnung, Hackers Memory. Nochmal ein neues Spiel, ja. Ja, ich bin gespannt auf dieses Spiel. Digimon habe ich früher sehr gerne gezockt. Geschaut, nicht gezockt. Und ja, kann ich hier hoffentlich noch den Sound ein bisschen einstellen, weil das ein bisschen zu laut ist für mich. Es gab ja schon so viele Teile, ich glaube 3 davor von Digimon. Habe ich aber noch nie gezockt. Und jetzt für die PS4 mal schauen. Kam heute raus. Ja, ich hab aber keins. Oh, jetzt machen wir mal Musik ein bisschen runter, 60%. Das können wir eigentlich anlassen. Mini-Karte, ja, Partner Digimon, ja. Normal, keine Ahnung. Handniveau. Machen wir auf normal. So. Ja, dann geht's los in die digitale Welt von Digimon. Meine Erinnerungen. Wichtige Erinnerungen. Enjoy Chat! Willkommen zu Enjoy Chat! Okay. Hallo Welt. Bereit zum Angriff? Wo bist du denn hin? Was ist denn? Bis jetzt sehe ich noch nicht so durch. Sogar nur B, ja, das ist richtig. Servus, Sven.
Was ist das jetzt hier? Was? Ganz ehrlich, ich weiß jetzt hier. Die Welt ist voller Geschichten von ehrgeizigen Helden. Selten müssen alle schuldige Meister und sich Verbündeten anschließen, um im Kampf gegen mächtige Gegner die Welt zu retten. Dann gibt es aber auch die, die bei solchen Geschichten kleine Rollen spielen oder vielleicht gar nicht auftauchen. Sobald ich ein gewisses Alter erreicht hatte, wurde mir bewusst, dass ich nicht das Zeug zum Helden hatte. In dieser Welt bin ich nur eine Figur im Hintergrund. Ich komme in keiner Geschichte vor. Nichtsdestotrotz, ich träume von dem Tag, an dem ich ein Held werden kann. Das bin ich. Und dies ist meine Geschichte. Der Held? Gib einen Namen ein. Ja, jawohl. Ja, machen wir natürlich. Steffo. Ja, na klar. Willkommen in Kowloon, einem vernachlässigten Teil von Eden und dem Revier der Hacker. Ich empfange einen Anruf auf meinem Digi-Device. Das ist sicher. Sieht aus, als hättest du es geschafft. Kannst du mich hören? Ja, nur Japanisch. Gut. Shitose, wie sieht's denn bei dir aus? Die Grafikdateien sind irgendwie kaputt. Hey Ryuji, siehst du mein Gesicht? Für mich sieht alles gut aus. Und bei dir, Erika? Kann ich sehen, Bruder. Eine Störung scheint es nur bei dir, bei der Eden-Übertragung von Bildern mit Steppe zu geben. Es muss an der digitalen Welle liegen. Der Turm ist einwandfrei. Dann können wir ja normal arbeiten.
Genau. Aber wir können es nicht für die inneren Bereiche garantieren, die mit besonderem Schutz. Vielleicht sollten wir das Ganze abblasen. Ach, bist du nicht niedlich. Jetzt sag bloß nicht, dass du dir das neu den Sorgen machst. So ist das nicht, das weißt du auch. Du sollst dich auf die Risiken einstellen. Ich bin sicher, das habe ich schon gesagt. Wie dem auch sei. Wir sollten loslegen. Ihr wisst alle, wer das Ziel ist. Natürlich, in- und auswendig. Das Ziel ist Yuji Jiga. Ein einzelner Hacker, der in den letzten Monaten in Sachen Kontenraub so richtig zugeschlagen hat. Die Klienten dulden keine Hacker, die in Eden Probleme machen. Sie wollen, dass wir Jiga sanktionieren. Eine Mucke ist cool. Dun 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 dun. Ich nur Fragezeichen. Mit anderen Worten, ihn finden, ihn zum Beischlagen und seinen Account kalt machen. Wir müssen sicherstellen, dass er sich in Eden nie wieder mit diesem Account einloggen kann. Ihn sozusagen aus dem Paradies verjagen. Endlich wird der Hammer der Gerechtigkeit dieser Hacker im Hoodie-Stil in die Knie ziehen. Ich kann es gar nicht erwarten. Wir sind nur zur Unterstützung hier. Na, ist schön. Ist ja gut. Bereite mich doch nur mental vor. Eins nach dem anderen. Sammeln wir erstmal bei den Hackern in Kowloon Informationen über Shiga. Stoße! Ja, hier, bitte! Kolibri untergeladen. Hm? Drei Fragezeichen? Und voilà, dies ist mein kleiner Freund, das Kolibri-Schadprogramm aus Eigenproduktion. Diese Schadsoftware kann das anvisierte Digivice vorübergehend hacken. Dazu muss es nur in seiner Nähe sein. Wenn du jemanden Zwielichtigen findest, während du im Dreck nützt, probier es aus. Sowohl hier als auch in der echten Welt ist das Sammeln von Informationen mein Mitglied. Da du neu im Team bist, will ich dir alles zeigen, was du wissen musst. Denk daran, dass dies ein Test ist. Du musst beweisen, wie entschlossen du bist. Hm, alles klar. Ich sehe vollkommen durch. Hohoho, du scheinst es ja kaum abwarten zu können. Zeig uns, was du drauf hast. Und noch eine Seite. Kapitel 1. Hacker im Verborgenen. Wahnsinn. Ich muss mir also Informationen über Jiga von den Hackern in Unterkopflohn holen und Malware installieren, wenn ich den Verdächtigen finde. Dies ist mein erster Job als Hacker. Ich habe so etwas noch nie getan. Ich auch nicht. Ich erlege einfach einen Schritt nach dem anderen. Oh, drücke unterwegs den Numerus zu aktivieren. Du kannst fast immer über das Speichermenü deines Digivice speichern. An manchen Orten kann man nicht speichern. Achte darauf, oft zu speichern, damit du ein Game Over nicht bereuen musst. Trophäe erhalten. Hacker im Verborgenen. Hey, du da. Achte darauf, immer ein Heilungs-Item bei dir zu haben. Und wenn der Boden um dich herum aufleuchtet, halte die Augen offen. Medaillen und andere Items können herabfallen. Okay. Das runde Ding mit dem Fall ist der Zugangspunkt. Von dort aus kannst du in Eden herumreisen. Warum sage ich das überhaupt? Als Eden-Hacker weißt du das sicher bereits. Shiga? Den kenne ich nicht. Ich kann mich nie an den Namen der Eden-Hacker erinnern. Bist du zum ersten Mal im Unterkowloon? Tiefer geht es in Kowloon nicht. Hier findet man nur echt hartgesottene Hacker. Ein durchschnittlicher Hacker könnte diesen Ort nicht mal finden. Du da, du bist nicht bereit für den unteren Stock. Fang nochmal an.
In letzter Zeit haben ein paar Hacker unglaublich viele Konten gestohlen. Ein seltsames Team, das Masken trägt, scheint dahinter zu stecken. Vielleicht ein neues Team? Ich habe alle Hacker in der Umgebung gefragt, aber nichts erfahren. Vielleicht sollte ich weiter hineingehen. Jetzt schauen wir mal das Siegeweiß an. Servus, Jessica und Paddel. Ah, Items. Hoodie-Jacke. Okay. Spieler. Jo, alles wird zum bei euch. Ich sehe ja noch nicht so ganz durch. Argumon, ja, den kenne ich. Ich glaube, es gibt über 300 Digimon. Ja, 327, okay. Digiline. Speichern. Na komm, speichern wir mal schon mal. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Was ist das hier? Mukumon Medaille. Mukumon. Servus. Shiga. Ach der. Wenn du etwas über ihn erfahren willst, frag den Hacker mit den Adleraugen da drüben. Aber es wird nicht einfach werden, ihm die Infos zu entlocken. Hehehehe, unsere Gruppe Rapid Circle wird sich den Titel gewinnen von Gamma holen. Bist du neu? Möchtest du bei uns mitmachen? Ach, die Klamotten. Bist du bei Hoodie? Dann vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Ah, das freut mich. Bist wieder fit, ja? Nicht mehr krank. Hast du das Gerücht über den weißen Geist eines Mädchens in Kopplung gehört? Was? Ein Junge? Nein, es war definitiv ein Mädchen. Die Benutzung eines Avatars, der nicht wie man selbst aussieht, ist illegal, aber wir sind schließlich Hacker. Allerdings bin ich noch nicht ganz so gut. Zweimal TP, okay. Wow, ein Brillen-Digivice, das ist ja cool. Mir ist die PC-Version lieber, der analoge Vibe ist einfach unschlagbar. Ja. Shiga? Hm, den kenne ich nicht. Aber es gibt einen Hacker, der über solche Sachen Bescheid weiß. Er sollte hier irgendwo sein. Fluchttor. Du möchtest etwas über Shiga wissen? Über ihn weiß ich nichts. Und jetzt geh weg. Ich habe den Mordware installiert, jetzt muss ich nur erwarten, bis er etwas tut. Ich bin Shiga, derjenige, den du suchst. Melde dich bei mir, wenn du diese Nachricht hörst. Ja, das freut mich doch, Jessica. Bist du nur da oder auch Panne? Kontakt zu Shiga. Ich sollte jetzt Ryuji und den anderen sagen. Hast du etwas herausgefunden?
Wenn er Ausschau hält, könnte das Probleme machen. Was sollen wir tun? Wir müssen sofort herausfinden, wo er ist, Erika. Fahren ist nur Arbeit, okay. Gib mir 30 Sekunden. Kennst du Digimon? Der installierte Kohlenbeere verfolgt den Standort der Person, mit der das Opfer kommuniziert. Also Shiga. Wenn man vom Übertragungsprotokoll ausgeht und nach den Geräteinformationen sucht. Da, er ist in diesem Gebiet, tief im Inneren. Also, ging doch schnell, oder? Niemand ist so flink wie diese kleine, was analytische Verarbeitung angeht. Er ist in der Nähe. Treffen wir uns wieder, um ihn zu finden. Soll ich auch mitkommen? Nein, wir zwei sind genug. Ah, okay. Ah, ich fand's eigentlich ganz cool. Verstanden. Ich und die Kleine schauen Mut zu. Zeig sie. Warte dort, ich bin gleich da. Aber ich hab's bis jetzt noch nicht so ganz gecheckt. Wird bloß nicht leichtsinnig, weil mein Bruder da ist. Nicht, dass ich mir Sorgen mache. Sei einfach auf der Hut und hör auf meinen Bruder. Und sag Chitose oder meinen Bruder nicht, dass ich dir all das gesagt habe. Das ist irgendwie peinlich. Schwesterherz, wir sind alle noch online. Schlafe nicht so rum, Dummerchen. Ich wusste doch, dass ihr da seid. Hey, solche Aktionen von dir sind selten. Mit dir im Team wird es ohne Frage interessant werden. Ich hoffe mir Großes von dir, zukünftiger Neuling. Klar, hallo. Warte dort. Endlich hatten wir Shiga aufgespürt. Ich werde ihn ganz sicher kriegen. Und dann... und hole mir meinen Account zurück. Vor ein paar Monaten ist es passiert. Plötzlich konnte ich mich nicht mehr in Eden einloggen. Es war ein Kontenraub. Ein Hacker steckte dahinter. Ein Freund von mir, der sich damit auskennt, hat einen temporären Account für mich erstellt. Aber heutzutage ist ein Account quasi dein Ausweis. Wenn du ihn verlierst, traut dir niemand. Wenn man einen temporären Avatar hat, wird man sofort für einen Hacker gehalten. Nach jeder Tat wechseln die Hacker den Account. Wenn sie erwischt werden, verlieren sie ihren natürlich. Als ich meinen Account verlor, hielten meine Lehrer und Mitschüler mich für einen Hacker. Die Schule machte keinen Spaß mehr. Und mein bester Freund Yu glaubte noch an mich. Die Hacker hatten mir meine Zugehörigkeit genommen. Da nahm ein Hacker namens K Kontakt zu mir auf. Ich weiß, dass einem Anschein nach dein Konto gestohlen hat. Wow, 4 Karten geschafft, cool. Ach, eigentlich war Digimon ganz einfach zu verstehen. Jetzt, man muss halt dann nur von der ersten Folge an zuschauen. Sein Name ist Fuji Shiga. Wenn du deinen Account wieder haben willst, musst du ihn finden. Warum ich dir das erzähle? Ganz einfach. Ich bin ein Hüter von Eden. Ich kenne kein Pardon bei barischen Taten, die hier stattfinden. Siehe es als ein Akt der Gnade. Es bleibt dir überlassen, ob du mir glaubst oder nicht. Ich hatte niemanden, der mir helfen konnte. Also glaubte ich den Worten des Hackers. Nicht mal Yu konnte mich abhalten. Du willst das also wirklich durchziehen? Boah, ganz ehrlich, geht das mal hier irgendwann los? Ich bin dagegen, dass du Hackern nachsetzt und Kriminelle fängst. Dieser Karl ist doch selbst ein Hacker, nicht wahr? Wenn dir was passiert... Hör zu, ich bin dein bester Freund. Wenn irgendjemand weiß, dass du kein Hacker bist, dann ich. Ist das nicht nur der. Ist das nicht genug? Ich rede nicht viel.
Wenn du so entschlossen bist, werde ich dich nicht davon abhalten. Aber du musst mich helfen lassen. Kovlon, du hast davon gehört, oder? Das verlassene Gebiet in Eden, wo sich die Hacker aufhalten. Im Netz habe ich gelesen, dass es dort eine Art Schwarzmarkt gibt. Alle möglichen Hacker tauschen dort Informationen aus. Wer weiß, vielleicht finden wir dort Infos zu Jäger. Also, schauen wir uns dort um? Ja. Ja, Pokémon war auch cool. Du glaubst mir nicht nur, du willst mir sogar helfen, Shiga zu finden, obwohl es gefährlich ist. Danke dafür, Yu. Das bedeutet mir viel. Aber ich kann nicht zulassen, dass ein guter Freund da hineingezogen wird. Deshalb habe ich mich entschieden, allein zurück zum Schwarzmarkt zu gehen. Das ist der Schwarzmarkt. Sollte mich mal umhören, ob jemand Shiga kennt. Auf geht's. Ob ich einen Hacker namens Shiga kenne? Nee. Ist Shiga der Typ, der immer herkommt? Dann frag doch mal das Mädchen mit der Mütze da drüben. Sie ist regelmäßig hier und weiß vielleicht was. Ich werde versuchen, den Hacker am Käfig um Informationen zu bitten. Ja, Yu-Gi-Oh! War auch geil. So etwas wie die Kreatur im Käfig habe ich noch nie gesehen. Aber die kenne ich jetzt auch nicht, die da drin sind. Ah, hier, das ist... Den Käfer, den kenne ich. Glaube ich. Dass es der ist. Versuchst du alte Leute abzuzocken? Schämst du dich nicht? Ich habe Lust, dir eine Tracht Prügel zu verpassen. Es tut mir leid. Ich verspreche es nie wieder zu tun. Bitte vergib mir. Xiam. Ja, das weiß ich. Das Handyspiel hatte ich auch mal gehabt. Ob ich einen Hacker namens Shiga kenne? Nein, ich kenne niemanden, der so heißt. Und wenn du jemanden suchst, solltest du lieber die Verkäufer auf dem Markt fragen. Der Markt macht bald auf. Sie sollten bald hier sein. Wieso hocken die sich eigentlich alle hin? Hey, du der. Ja, du. Du, niemand. Was, ich? Was? Jede gibt hier Jungsbund. Siehst du hier sonst noch hin? Du hältst dich wohl für toll. Na klar. Du bist zum ersten Mal auf dem Markt. Wie? Ja. Ha, dachte ich es mir doch. Das ist wie wenn ein Landei zum ersten Mal in die Großstadt kommt. Möchtest du mich etwas fragen? Wirf erstmal einen Blick auf meine Ware, ja? Dann bin ich auch gesprächiger. Was du kaufen sollst? Na, Digimon. Was denn sonst? Hier auf dem Markt wird mit digitalen Monstern gehandelt. Wenn du eine Frage an den Geschäftsmann wie mich hast, solltest du etwas springen lassen. Du bist wohl eben erst geschöpft, so gut wie du noch hinter den Ohren bist. Solche kommen hier ständig her. Ich habe ein Gerücht gehört, dass ein Hacker in letzter Zeit Digimon fangt. Digimon fangen? Wie Bonbons verteilt. Lass mich raten, du hast ein Digimon gefangen von dem Typen, aber keine Ahnung, wie es funktioniert, nicht wahr? Hm? Das Digimon-Fangen ist ein nützliches Werkzeug, um an Digimon zu kommen. Wenn du ein Digimon-Programm findest, scannst du es erst, um an seine Analyse-Daten zu kommen. Es gibt keine Begrenzung, wie viele man finden kann, aber das allein genügt nicht, um Digimon zu nutzen. Erst muss man die gefundenen Analyse-Daten umwandeln. Durch Umwandlung manifestiert sich das Digimon-Programm im Cyberspace, bevor man es benutzen kann. Aber verstehe mich nicht falsch, Digimon-Fang benötigt die Funktion zu umwandeln nicht. Hacker müssen selbst herausfinden, wie man das macht. Oh, das ist natürlich cool.
Macht weiter so. In großen Teams wird eingeschränkt, wer davon erfährt, damit die Hacker nicht zu viel Unruhe stiften. Wenn du es nicht schaffst, kannst du dich ja einer Hackergruppe anschließen. Die Zeit ist dir dann. Ja, was sein Divium weiß ich. Ich möchte jetzt nicht fragen. Oh. Wirklich? Du musst bei Null anfangen? Du machst das mir wirklich nicht leicht. Dazu, Digimon sind digitale Monster, Hackerprogramme, die wir Hacker benutzen. Wer weiß, wer oder was sie erschaffen hat. Aber vor ein paar Jahren sind sie in Eden aufgetaucht. Hacker fangen sie, um sie als ihre persönlichen Hacker-Werkzeuge einzusetzen. Seltene Digimon bringen viel Kohle, weshalb ein Markt für sie entstanden ist. Ich habe gehört, dass Hacker der älteren Generation ohne Digimon auskamen. Sie hatten ihre eigenen Werkzeuge. Wer sie heutzutage noch so schwer macht, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Jetzt sage ich nämlich, dir alles erklärt habe, lässt du mich nicht hängen, oder? Dieser Typ könnte etwas über Shiga wissen. Ich sollte etwas kaufen, damit er weiterredet. Was ist denn dein Budget? Mit der Kohle kannst du keine einzige Ziegenbohnen kaufen. Diese Anleitung geht seit, keine Ahnung, eine halbe Stunde? Die da? Ach, die werden ausrangiert, die verkaufe ich nicht. Die Kunden haben die schon lange nicht mehr gekauft, sie nehmen bloß Platz weg, also werden sie gelöscht. Andererseits, vielleicht eignen sie sich gut für Anfänger, ich könnte die dann verkaufen für die Kohle, die du hast. Er bietet dir ein Digimon zum Kauf an, welches möchtest du? Egal. Skifer. Tentomon, genau. Dieses möchtest du, ja? Lass mich noch kurz überlegen. Ich will mal das. Das mit dem Kopfschmuck ist das Betamon. Das kenne ich jetzt gar nicht. Gottmann, ja, das glaube ich. Das kam auch noch vor, ja. Das war ein böses Digimon, glaube ich. Aber ich nehme Tentomon. Tentomon ist cool. Ja. Tentomon. Okay, hol der Digimon vom Haus. Ich buche die Gebühr dort ab. Hä? Was? So? Was glaubst du, wer du bist, dass du mir das sagst? Hast du ein Problem damit, wie ich meine Geschäfte führe? Was für ein Amateur. Lass es dir nicht zu Kopf steigen, dass ich nett zu dir bin. Was soll? Du hast gar kein Digimon von dabei? Du guckst nur, was es zu kaufen gibt? Wie soll ich denn davon leben? Ich habe nie behauptet, eins zu haben. Du bist ja ganz schön dreist. Na klar, du hast dich bestimmt die ganze Zeit über mir dumm gestellt. Jetzt hast du mich mit ihm gemacht. Ich sollte dir eine Lektion erteilen, Freundchen. Oh oh. Ach du Scheiße. Oh, die kenne ich. Du bist ohne Digimon hierher gekommen, das wirst du bereuen. Ah, jetzt geht's los, Jessica, jetzt geht's los. Hey, was wird denn? Ryuji Mijima. Egal wie ich jetzt betrachte, ich sehe nur ein ehrliches Kind. Willst du mit Digimon gegen einen Neuling kämpfen? Mann, was machst du dich beliebt? Halt dich daraus, dieser Vogel will mir vorschreiben, was ich mit meinem Müll machen soll. Müll? Interessant, ich werde mich darum kümmern. Wie bitte? Erst auf Stolz und nichts auf und jetzt das? Ja, ein Digimon-Fang. Nimm es. Ohne es kannst du schließlich nichts machen. Zeit für einen Kampf. Hacker gegen Hacker. Was bist du denn so nervös? Wenn wir Hacker ein Hühnchen zu opfern haben, lässt sich das nur auf eine Weise klären. Mit einem Digimon-Kampf. Jawohl.
Was bedeutet es, wenn man sich hier in Kotlon, der Heimat der Hacker, mit jemandem anlegt? Wenn dir das nicht passt, dann geh. Du wirst ahnungslos in die Sache verwickelt, oder? Lauf einfach weg. Ich lasse nicht zu, dass der Typ dir was antut. Aber wenn du wegläufst, solltest du Digimon lieber aufgeben. Also wir entscheiden es nicht. Es bleibt ganz dir überlassen. Na, ich bleib da. Klar, let's go. Das ist ganz schön mutig. Ich glaube, es scheint an deiner Seite kämpfen zu wollen. Das Programme, die du weder gescannt noch umgewandelt hast, dich mögen. Wie seltsam. Wir haben gestern 6-2 gegen SLS Kickers gewonnen und gegen Stage 5 Gaming 4-1 gewonnen. Also beide Spiele gewonnen. Wie dem auch sei, so sparen wir Zeit. Jetzt wissen wir nur noch. Seit wann bist du denn der Mittelsmann? Es ist nicht fair, wenn eine Seite sagen will, sich vom Vorteil ist. Jetzt ist es ausgeglichen. Legen wir los. Oh. Da merkt man, dass es ein japanisches Spiel ist. Es dauert ewig, bis die mal fertig sind. Oh, so, jetzt geht's los, ja. Wert und Zeitleiste. In Kämpfen stehen die Werte von Gegnern in Verbindung mit Zeitleiste. Werte von Gegnern, ja. Zeitleiste, okay. Werte von Verbündeten, okay. Okay, Gast-Digimon. Ach so, okay. Digimon agieren in der Reihenfolge von oben in der Zeitleiste. Verbündete sind blau. Gegner rot und Gäste grün. Nach der Befehlswahl wird die voraussichtliche Position nach der Aktion angezeigt. Ja, die sind sehr schlecht. Die hatten kaum eine Chance. Zwei Angriffe und zwei Tore, mehr nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wir haben die ganze Zeit nur gepresst und ja, dann irgendwann war da keine Chance mehr. Gib deinen Verbündeten Befehle, um mit dem Kampf fortzufahren. Greife mit der X-Taste an. Für andere Befehle halte eine Richtungstaste oder den linken Stick und drücke die X-Taste. Fliehe, indem du die R1-Taste gedrückt hältst und die X-Taste drückst. Drücke die Options, damit dann jemand eigenständig handelt. Angriff, regulärer Angriff, Fertigkeit, eine Fertigkeit anwenden, Blockverteidigung, halbiert erlitten und Item. Okay. Schaffen wir es für Fertigkeit? Magischer Angriff, 60 Elektroschaden gegen einen Gegner. Wow. Erst nochmal. So. Todio. Jawohl. Ja, das ist jetzt sowas wie Pokémon, ne? Sowas in der Art. Levelaufstieg. Na, was? Nano-Maschinenbruch. Einstellung, was ist das? Einstellung? Geerbte Fertigkeiten. Ach so, da muss ich auch aufpassen auf die SP-Kosten. Alles klar. Physischer Angriff. 565 gegen einen Gegner, 95% Trefferquote. Ja, das ist doch cool. Was heißt denn ändern? Ach so, okay. Gut. Und der Sieg gehört dir. Und der Herr Lug, was der Sieger eines Kampfes sagt, verstanden. Wer hat dich gefragt, dich einzumischen? Du, zu welchem Team gehörst du? Spuck es aus. Hey, lass das. Das ist Ryuji Mijima.
Mishima? Mishima! Mishima de ya... ano... Ja klar sind sie selbst schuld. Doch nicht etwa der Mishima? Mein Fehler, Ryujuji. Die Person hatte dich noch nie gesehen. Unser Markt will keinen Streit mit dir oder Saxon. Keine Sorge, ich habe dieser Person nur aus einer Laune herausgeholt. Wir sind jetzt fertig, nicht wahr? Ja, fix und fertig. Du auch, oder? Ich habe dir dieses Mal geholfen. Normalerweise halte ich nur aus den Kämpfen von anderen Leuten aus. Wenn das aber vorkommt, spielt es keine Rolle, wer du bist. Typen wie gibt es in Kotlon nicht zuhauf. Wenn du mit deiner egozentrischen Vorstellung von Gerechtigkeit herkommst, bist du nur naiv. Wenigstens verstehst du es. Tut mir leid wegen des Ärgers. Ciao. Komm mit. Okay. Ist es dir egal, wenn sie sich aus dem Staub machen? Ja, das weiß ich, habe ich auch gesehen, dass die Bewertung von 5 auf 1 runter ist und dass sie es dann ausgestellt haben. Das scheint dich zu mögen. Ja klar, Tentomon mag mich nicht. Na los, benutze es. Es muss ja irgendeine Verbindung geben. Also, warum bist du den ganzen Weg hierher gekommen, ohne auch mal ein Digimon mitzubringen? Verstehe. Okay, alles klar, bis dann. Du warst auf der Suche nach Yuji Jiga, einem Hacker, der deinen Account gestohlen hat. Ich möchte ja sagen, dass du ganz schön Mumm hast, aber ehrlich gesagt war das ziemlich leichtsinnig. Eden ist ein virtueller Raum, der mit der topmodernsten Technologie der Welt erschaffen wurde. Mit anderen Worten, Yuji Jiga ist ein Ausnahmetalent unter den Hackern. Der Typ, hinter dem du herrlichst, ist der Beste der Besten, ein weltberühmter Cyber-Terrorist. Kein Typ, mit dem man möchte gern, wie du es allein aufnehmen kann. Hey, gib es einfach auf. Kehre zu deinem alten Leben zurück, ja? Du bist wirklich nervig, weißt du das? Nichtsdestotrotz finde ich das gar nicht übel. Es ist so, ich bin selbst hinter Yuji Jiga her. Ich bin ein Handyman. Ein Kunde hat mich gebeten, zu den Typen Nachforschungen anzustellen. Hör zu, nicht alle Hacker in Eden sind Abschaum wie Jiga. Wir sind es nicht und unsere Klienten auch nicht. Sag mal, willst du mich begleiten? Oh mein Gott! Du kannst dich uns anschließen, wenn du uns bewiesen hast, was du drauf hast, versteht sich. Du solltest es dir unbedingt gut überlegen. Wenn du mit mir gemeinsame Sachen machst, bist du ein waschechter Hacker. Du wirst wie diejenigen sein, die dir ins Gesicht gespuckt haben. Vielleicht klingt das arrogant, aber Hacker sind doch mehr oder weniger gleich. Wenn du bereit bist, so weit zu gehen, dann will ich jetzt wieder gut machen, dass du dir hier so lahm gewirkt hast. Mein Hacker-Team, Rudi, wird dir helfen. Also, was meinst du? Gib mir die eine. Allerdings. Gut, ausgedrückt. Hier bin ich wieder. Zurück in Kotlon. Achso, das war jetzt also eine Rückblende. Okay, Flashback. Da ist er, Yuji Shima. Wir haben jede Menge Infos, aber der schwierige Teil steht erst noch bevor. Gehen wir, Shiga ist da drüben. Mucke ist echt cool.
Digimon-Scanner. Dateien von Digimon, denen man im Kampf begegnet, werden automatisch gespeichert. Digimon mit einem Scanwert von mindestens 100% können später im Digilab materialisiert und zu Verbündeten gemacht werden. Scandaten von neuen Digimon werden gesammelt und die Digimon werden im Digiführer deines Digivice registriert. Im Digilab kannst du Digi konvertieren und genauere Infos durchsehen, indem du dich durch Digitation oder Dedikation mit der F. Ach du Scheiße. Okay. Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt für Umwege. Achso. Du da, willst du die Grundlagen von Digimon kämpfen lernen? Wenn ja, kann ich sie dir beibringen. Ach komm, mach mal. Ach, das ist für dich. Ja, ja. Komm, wir füllen mal selber raus. Was ist jetzt? Um 13 Uhr. Also kommen hier Gegner oder was? Oder habe ich das oder kamen die jetzt einfach nur so? Bin ich gespannt, ob das wie bei Pokémon ist, wenn ich hier rumlaufe, dass. Ja, genau. Und 10 voll starten. Also war das doch nur so gemacht. Aber das ist so, das Spielprinzip ist eigentlich so wie Pokémon. Das gefällt mir. Mucke noch ein bisschen geil. Was ist denn jetzt los? Wow. Ja, man muss halt auch seine Digimon trainieren. Beute, Papulon. Kann ich das sehen? Ja. Papulon-Medaille. Will ich mal kurz mal schauen. Eine Medaille von einem Papumon. Was kann ich damit machen? Keine Ahnung. Ist das Stichwort? Achso. Da ist Argument und Scherzen. Scheiße, weiß jetzt nicht, wie der andere heißt. Aber der andere ist auf jeden Fall auch eine richtig geile Digitation, der rechte.
Das ist, der sieht auch auf jeden Fall geil aus. Boah. Hier ist auch ein Mensch. Hey du da, lass sie nicht entwischen. Hä, hey, was meinst du? Zwei haben geschrieben, dass wir Rangmitteln aufhören würden, aber den Abend schon spielen. Hehe, was für brave Monster. Keine Bange, ich werde mich gut um euch kümmern. Das ist der Yuji Shiga. Hey, ihr da drüben. Perfektes Timing. Hilf mir, diese Kerlchen hier zu schnappen, ja? Achso. Oh Mann. Schau mal, solche Programme sieht man hier nie. Das müssen seltene sein. Streng dich an, dann kriegst du eins ab. Mein Gott, wenigstens vier Karten voll zu machen, oder? Das ist doch jetzt nicht so schwierig. Also was als nächstes geschieht, liegt an mir. Das ist deine Prüfung. Vielen Dank! Hey, warum lässt du sie weglaufen? Bis endlich hatte ich sie. Hey, ihr da, komm mal her. Ihr solltet mir nicht in die Quere kommen. Entschuldige die Unterbrechung. Aber nichts haben wir was mit dir zu besprechen. Und wer seid ihr? Wir sind Hoodie. Die Handyman. Heißt das, Saxon ist auf mich aufmerksam geworden? Du bist ein schlaues Kerlchen, was? Komm in die echte Welt und bereue deine Taten, die in jedem Chaos verursacht haben. Eine kleine Nachricht von Yugo. Aua. Was? Ich weiß gar nicht, wie die SP lade ich die dann so auf, oder? X, bitte, ich lege dich auf, zerstört meinen Account nicht. Keine Bange, unser Neuling hier hat einen Wunsch mit dir zu rücken. Danach besprechen wir, was mit deinem Account geschehen wird. Du hast dein Konto geraubt. Wovon redest du? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Stell dich dumm, dann wird nicht nur dein Account kalt gemacht. Ich sage die Wahrheit, ich erinnere mich an alle Accounts, die ich geklaut habe, ehrlich. Na los, schaut euch doch mein Hinweis an, wenn ihr mir nicht glaubt. Dein Hinweis, aha. Er hat recht, dein Account scheint hier nicht dabei zu sein. Ah, seht ihr? Habe ich es nicht gesagt? Ich sage die Wahrheit, also lass mich gehen, ja? Komm schon, ich flehe euch an. Warte! Ah, schade auch, ihr Trottel.
Was ist denn das jetzt? Was zum... Ist das ein Digimon? Nein, ist es nicht. Ups. Ah, ich glaube, ich lasse das jetzt mal da unten mitzulesen, oder? Ihr könnt es ja selber lesen. どうせエラーするか、アカウントが破壊されるだけだ。待てよ、冗談だろ。置いていかないでくれ。 Okay. Doch, Jesse. ここまで来れば安全だな。 Erika, Chitose, ¿escuchas? ¡Cso! Sáquiori, Digital Wave が乱れている. さあな. あんなのは俺も初めて見た. デジモンとも何かのマルウェアとも違うようだったが. どうも最近のクーロンは. いや. エデン全体が3、たかだか最初の手がかりが外れたくらいでしょげてんじゃねえよ。奴が外れならまた次の手がかりを探すまで。それともそれもいい。これからはさっきみたいな危険が毎日のように付きまとう。続けるもやめるもお前。 ならいつまでもしけた面をするなと少なくとも。これからお前は一人じゃねえ。試験は合格だ。ギリギリ9大点ってところだ。お前はこれから俺たちフルビエのメンバー。店に戻るぞ。あいつらが待って。オッケー、今もキャプテン。 Ah, okay, er hat der Panel bekommt von mir. Der Panel bekommt ja von mir einen 20 Euro PSN-Gutschein. Jetzt schauen wir mal, wie lange ich schon spiele. Das waren 15 Minuten und jetzt 56. Ah, oh, das Spiel ist cool. Macht Spaß. Internetcafé. Uri Handlanger, Trophäe. Achso. Erika no Herde Matteiro. Chitose o yonde kuru. VIP ist Erika. Ja, danach fliegt er. Mhm.
Okay. Wir wollen ja mal in den VIP-Raum. Da ist Erika. Gelben Slip hat's an. Und gelbe Augen. Mijima. Oni-chan ga ike tte ikita. Dakara tte nokku mo sezu haitte konai de. Oops. Okay. Ich werde deine neue Militan sein. Soll ich das machen? Shitose. Yo, otsukare. Nanka taihen datta mitai da na. Oyo. Nande ojo o freeze shite? Arara, sore de ijiketeru wake? Ore, Shitose-san. Nanda, chotto kizu ga tsuita dake ja. Kore nara sugu naoru tte. Muri. Nene-tan.私の親友、この心の傷はきっと一緒。エリカ、そんなもん振り回すお前が悪い。こいつに部屋に行けと言ったのは俺だ。言わなかった俺が悪かった。お前も許してやれ。この前反対された新しいPC、買っていい？それとこれとは関係ない。 お、機嫌直った。さすがお兄ちゃん。お兄ちゃん、つうか、どっちかっつうとお父さんっぽいけどな。うるせえ。エリカ、シガノは、もう少し。シガノアカウントを調べさせている。依頼人からの要望は、対象のアカウントの破壊だ。あの化け物と遭遇。出たよ。 アカウントがエラーを起こしてる。シガはそれに巻き込まれた。でもよ、アカウントを食っちまうバグなんて聞いたことないよ。ああ、ザクソンに報告をし。だな。ま、ともかくこれでザクソンからの依頼は無事完了。それよりさ、新人君の試験はどうだったのよ。ああ、合格だ。マジで？やったなお前。ああ、よく。 歓迎するぜ。じゃあ、改めて自己紹介。俺は今井千歳だ。よろしく。リュウジとお嬢とは長い付き合いでさ。チームじゃ情報収集を担当してんの。さっき渡したハチドリちゃん役に立っただろ。興味あったらいつでもいいな。他のマルウェアも。んで、こいつがチームリーダーの三島リュウジだ。三島エリカ。 もう分かっていると思う。俺たちチームフーディア、エデンでした。依頼内容は何でもあり、ハッキングから嘘物探しまで何でもござれってな。個人からの依頼も引き受けるけど、お得意様はチームザクソンだ。奴らのことはもう。
エデンを荒らすようなだな。自分のアカウントを奪ったハッカーを追いかけて エリカ、どちらでもいい。こいつに板の説明をしておいて終わったらザクソンに報告に行く。リュウジがどこ行ったって？あれ、聞いてねえの？この熱波カフェ、こいつら兄弟の店なんだ。 生活費も稼げてアジトにもできて一石二鳥ってな。バイトの女の子も可わいいんだぜ。手出すなよ、俺が狙ってんだろ。さて、お嬢、板の説明どっちだった？ですよね。残念、若くて可愛い女の子に教えてもらいたかっただろうけど、今日はお兄さんで我慢しとけ。さあ、こっちだ。 Immer noch sauer. Sonjama, Senpai der Konorega, Jiki Sushin der Heicho Stamae, Mobutaku. Nani Kyoroko Stenda, Omae no Kotodate, Mobutaku. おかしいな。俺なりの親しみがこもっているし、何よりお前のそのモブ画を的確。じゃあ他のを考えるか。うん。普通じゃ面白くねえと思うんだけどな。話を戻すぜ。これはもう一見何の変哲もないPC端末に見えるが、これがこの板の説明をするからPCを立ち上げてみな。 板ってのは掲示板のことだ。今画面に映っているのはチーム A の依頼は、ここに設置された掲示板に書き込まれる。いろんなやつが掲示板に書き込むが、引き受けるかどうかは俺たちの。依頼は誰が受けても。ああ、OK、受けた本人の話もいいし、誰かと組んだっていい。ただし難易度の高い依頼はチームでこなすかな。こいつに。どっから頼まれてんだか知らねえけど、たまにリュウジが掲示板以外自分で言うのもなんだけど、 俺たちは腕がいい。依頼内容、クラッキング対策とか防壁構築の依頼とか悪質なハッカーの追跡。お前、リュウジに拾われて運がいいよ。ハッカーを追跡するのにこんなにいいか。クーディエで依頼を受けているだけでもお前が追う犯人につながる可能性がないとも言えない。ん？俺たちはなんでこんなことを。まあ理由はそれぞれだ。ハッカーの 俺の理由か。<笑>そうだ。世の全ての女性たちを幸せにするんだ。<笑>何を隠そう、こうしてハッカーをしているのはある女の頼みを断れなかった。え、何その顔。ひょっとして右から左に聞き流してるって。自分から質問したくせに。 変顔でさすがリュウジが拾ってきた野郎だ。太い気もしてるぜ。さてと、それじゃ習うより慣れろだ。俺はその間にリュウジとザクソンに報告に行ってくる。心配すんな。Und noch eine Seite, dies ist ein Gerät, um mit Leuten an anderen Orten zu kommunizieren. Deine Freunde und Digimon auf deinem Digifarm senden dir Nachrichten. Drücke die Touchpad-Taste oder überprüfe deine Nachricht im Digiline-Menü deines Digivices, wenn unten rechts eine Benachrichtigung erscheint. Du solltest Nachrichten beantworten, wenn du eine erhältst, die eine Antwort benötigt. Hey, was ist denn?
Das ist die Digeline. Du hast sie doch schon benutzt. Digeline ist toll für kurze Gespräche, aber nur mit Freunden oder Klienten. Okay, viel Glück beim ersten Fall. Prüfe Fälle am PC und schließe sie dort ab. Untersuche die PCs, die an wichtigen Orten stehen, um auf Eden und das Digilab zuzugreifen. Außerdem gibt es diverse nützliche Funktionen für dein Abenteuer. Oh. Du kannst Fälle annehmen, die bei Hoodie-Anhängern sind. Wenn du dir nicht sicher bist, was du bei deinem aktuellen Fall tun sollst, kannst du im Spielermenü des Digivice nachsehen, wie es weitergeht. Wenn du einen gelösten Fall als abgeschlossen wählst, erhältst du diverse Belohnungen. Du kannst nur einen Fall gleichzeitig bearbeiten. Wenn du gerade einen Fall bearbeitest und einen anderen Fall annehmen möchtest, musst du zunächst deine Arbeit am aktuellen Fall aussetzen. Wenn du einen solchen Fall später auswählst, kannst du dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Verwende die Reiter im ATL-Menü, um dir verschiedene Fallkategorien anzusehen. Wichtig, Fälle, die du bearbeiten musst, um mit der Handlung des Spiels voranzukommen. Normale Fälle, die nichts mit der Haupthandlung des Spiels zu tun haben, die Gefahren, Fälle von der Digi-Gefahr. Neue Fälle hinzugefügt, 2. Jetzt will ich aber wissen, was eben ist. Achso, nein. Ah, alles klar. Das geht in Nakano, das geht in Ikebukuro. Keine Ahnung. In Nakano gibt es einen Ersatzteil da. Ich schicke eine Einkaufsliste. Was? Er bitte als Fall. Fang hiermit an. Wo müssen wir hin? Ah, okay. Oh. Erster Stock.
sehe hier noch nicht so durch. Achso, hier ist das Zelektalbüro, okay. Ja, dann ist er ja gleich hier. Oh. Check das gerade echt nicht. Hä? Ach so, der Laden hält sich an. Ach, wo muss ich denn? Das ist ja hier alles japanisch, da sehe ich ja nicht durch. Oh. Gehen wir noch mal zum Lift. Also ich check die Karte irgendwie nicht. So, hier ist der Lift. Ich hab keine Ahnung. Da kommt der jetzt schon mal weg. Jawohl. Wow. Minna no okage da yo.
Levelaufstieg. Achso. So, der ist schon mal hier. Doria! Wow. Boah, das war eigentlich aber ganz schön schnell jetzt, die Battles. Wieso dürfen die denn eigentlich immer? Okay. Wow. Das verlieren wir jetzt. Spätestens jetzt. No. So, ich hab jetzt keine Ahnung. Innen. Dies sind Sammelitems mit verschiedenen Digimon-Designs. Du kannst sie an vielen Orten halten, wenn du sie dem verkaufst, erhältst du Geld und fügst sie der Sammlung hinzu. Wenn du eine hast, versuch sie zu verkaufen. Hab ich denn eine? Achso, okay. So, habe ich jetzt Medaille? Mal schauen. ich habe gehört, dass dann nach den 12 Tagen eine Eventkarte kommen soll. Also ich würde lieber sparen. Was habe ich dem jetzt? Ah, hier. Xiamon. Geil.
So. Ich habe keine Ahnung. Simon. Ich habe echt keine Ahnung, wo jetzt hier der Scheiß ist. So. Boah. Oh, weil ich Lust habe auf die Digimon. Ja, weil ich glaube, es kommt eine Eventkarte. ただ、どこも怪我とかしてないよな。クラ、もう別にして。何のんきな顔してんだよ。心配するに気が緩むが突然ハッカーチームに入るって言って連絡が取れなくなった。大丈夫なのか。ひどいこととかされなかったか。何があったのか。 リュウジってやつに誘いに乗って、お前何考えてんの？ハッカーなんて。お前からアカウントを買ったやつだと同じ人種じゃないか。殺伝の道はまあ、うちゃん。そんなやつら信用するなんて。なんだよ、黙りこくっちゃった。まあ、お前がそこまで言うの。 そいつらの力を借りても結局犯人なんかさ、その割にはお前落ち込んでないよね。
俺もついていくからな。何が驚いてんだよ。闇マーケットだって。俺一緒に黙って一人で行ったりしてさ。今度経過の連絡が入ったら必ず俺にも連絡しろよ。よし。じゃあ俺もう行くよ。話聞いたら約束忘れんなよな。 Oh, die macht ganz schön schlecht, das Vibe. Tanteiが ご入り用ですか? クレミ探偵事務所。どうぞお入りください。あ。君は。面白い。やはり君とは縁が。え?そうか。まだ名乗っていなかった。すまない。私はクレミ京子。 見ての通り、信仰の中野で探偵事務所を営んで、立ち話もなんだ。とにかく。や。 Da merkst du einfach, dass es ein RPG ist, also japanisches RPG. と出会った時のことを思う。ああ、あれは本当にあの手のフィールドワークは一人ではなかなか骨があの時は今のように雑事を任せる女子。今思えば女子というものの良さに気づけたのは。そうだ、女子君はあの後に起きた。それは残念。君は会員には君があのまま新宿にいて。 私よりも先にデジタル開示また違った運命の歯車が動き出し違ったはたまた起こり得ない過去が衝突し世界のその場合あくまでも固定された現在が存在いやせんないことここは単純明快に行こうそうだな君はコーヒーは好きかな客二人の再会を祝して君に特製ブレンドを Oh, okay. どうかしたかな? 早く戻らなければいけ。そうか。 Yeah. どうやら取り込み中だったようだね。 ぜひ新作の君とは縁があるようだ。おのずと、もし君が優秀な探偵をご所望なら 再び高校生の君に高額な報酬は期待できそうなものな興味深い事件そのものが最もそれで腹が引く。お前ね。 So, dann gehen wir mal wieder raus. Oh.
Es ist frech, die Rolltreppe in eine andere Richtung zu benutzen. Ja, wo geht's dann hier raus? Ich will zu RTL. Komme ich denn jetzt dahin? Nee, aber du kennst doch so eine japanischen RPGs. Da ist das eigentlich immer so. Aber wie komme ich denn jetzt in mein Lager wieder? Abschließender Fallbericht an der ATL. Hä? Ja, Punkt für Infos. Für Infos der laufenden ATL-Ermittlung. Muss ich doch nochmal zurück nach. Hat echt keine Ahnung. Ja, noch harte Boys. Boah, ich hab grad keine Ahnung.
was ich machen soll. Nein. Keine Ahnung. Speichern wir mal. Echt? Überhaupt keine Ahnung. Ach, da ist. Ach, bin ich doof, oder? Ach. Ich dachte, die Ikebura da, was weiß ich, die Stadt, das ist genau das gleiche wie Nakano. Oh Gott. Kann sich's aber auch schwer tun. So. Das Tokio Handy. Tokio Handy. Kamishiro Enterprises. Okay. Coole Mucke aber. Bum, bum, bum. Okay. Er ist aber zickig.
Was? Ich? Nein. Vergesst du jetzt aufzunehmen. On the Mon streamen. Okay. ひょっとして俺かい？ねえに、俺はリュウジや千歳の近くに寄ったもんで、あいつらの様子を見に来たんだ。そうか、記念ならしかたねえ。エリカちゃんにも挨拶してきてえとこだな。今日はエミヤゲもリュウジにはまた日が来たって言ってお前さんも悪さなんかすんじゃねえぞ。何かしでかそうもん。オッケー。なんてな。伊達みたいなこと言っちまったぜ。 Was das jetzt für ein komischer Vogel?
noch zickig. So, und jetzt?依頼はどうだ？2つとも終わった。いや、そしたらさ、お嬢とエデンに行ってきてくれ。エデンに俺のマルウェアがいくつか仕込んであるんだけど、ちょくちょく点検しないといけない。で、俺もリュウジもザクソンへの報告が終わるまでは動けないし。てなわけで、マルウェアの点検のためパトロールだな。 Wähle mit den Richtungstasten einen Zielort oder neue Bereiche. Achso, kennst du ja. Das ist das Stichwort unglückliches Mädchen erhalten. Bei Unterhaltung musst du Stichwörter hören. Du erkennst ja das Schlosssymbol. Das heißt, dass du eine Figur zum Stichwort befragen kannst. Ah. Kriege ich nur vom Roboter irgendwas oder kriege ich auch von den Leuten etwas?
Mutpunkt.de. Jo, Jessica, hau rein, schlaf schön. Mach auch gleich Schluss. Ach, Erika. Oh, da ist Erika. エデンのあらゆるところに仕込んでおくってはイライが入ってから情報収集を始めるんじゃ後手に回るからってマルウェアたちはどうせわずかでも異常があると、すぐセキュリティに引っかかるから。メンテナーもちろん、千歳のプログラミングはそのエデンの運営チームには優秀な技術者が揃っているし、ジャクソンで他のチームナビット組んでる正体不明のハッカーも活動しているし、慎重に、ちゃんと聞いてた。プログラムの話をするときは楽しそう。私、うん、楽しいプログラムが、というか、ネットのセク、君は？エデン。うん。そっか。それじゃ、で。Wohin jetzt? Was?
Die Belohnungsdaten, die allgemeine Hackers Memory genannt werden und die du auf deinem Abenteuer sammelst, analysierst und durchsiehst, kannst du Einblicke in bisher unbekannte zusätzliche Geschichten erhalten. Okay, gehen wir mal dahin. Aber ich würde sagen, bevor wir das jetzt machen, mache ich jetzt hier Feierabend und schaue, ob ich speichern kann. Ja. Gut, haben wir jetzt hier Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es sind viel Laberei. Aber ja, ich hoffe, jetzt geht jetzt dann mal richtig los beim nächsten Mal. Also, bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.